Landhaus mit dem schiefen Bretterdach auch jetzt noch malerisch. Geht die Haustürklingel noch so schrill und verklingt erschrocken immer leiser, bellt ein Dackel Julius noch so heiser, ist am Abend jetzt wie damals still. Ich bin als Emigrantenkind geboren. In einer kleinen, klatschbeflissenen Stadt, die eine Kirche, 2 bis 3 Doktoren und eine große Irrenanstalt hat. Mein meistgesprochenes Wort als Kind war Nein! Ich war kein einwandfreies Mutterglück. Und denke ich an jene Zeit zurück, ich möchte nicht mein Kind gewesen sein. Im Ersten Weltkrieg kam ich in die 8. Gemeindeschule zu Herrn Rektor May. Ich war schon 6, als ich noch immer dachte, dass, wenn Kriege aus sind, Frieden sei. Nun wird es Herbst, was bleibt von unseren Träumen? Ein Lied vielleicht, ein Heute bist du Prokurist und hast 2 Kinder. Dein Lebenswandel ist korrekt, banal. Du hattest einst ein anderes Ideal. Doch dieses scheint vernünftig und gesünder. Ich sehe dich. Vergangene, schöne Jahre. Und wie die Zeit uns durch die Finger rinnt. Auch ich bin längst nicht mehr das große Kind. Ich glaube nicht mehr an das Wunderbare. Was übrig bleibt von unseren großen Zielen, ist jetzt Gerümpel und nicht aktuell. Ich denke an Gottes sogenannte Mühlen. Sie mahlen doch zuweilen ziemlich schnell. Steht mein Bild, ich habe es längst zerrissen. Glaub nur nicht, ich hätte deins vermisst. Aber manchmal möchte man manches wissen, wenn man so mit sich alleine ist.